Hi und damit herzlich willkommen zu einem neuen Kanal. Einfach. Wir haben schon zu einem neuen BO6 Video und heute gibt es die zweite Folge von Waffentesten. Viel Spaß! So Freunde, heute testen wir die zweite Waffe, die wir freischalten, und zwar die AK-47. Leider Gottes habe ich hier schon zwei Visiere, die ich auswählen kann. Ich werde aber keins erstmal auswählen. Ich habe auch schon anscheinend, wie ihr seht, ein paar Punkte hier oben freigeschaltet, also ein paar XP-Punkte, die Hälfte. Sehr wahrscheinlich habe ich die Waffe mal ausgewählt, ausversehentlich, beziehungsweise im Game aufgenommen, vielleicht jemanden gekillt. Es ist auf jeden Fall meine Lieblingswaffe aus der Beta und ich werde wahrscheinlich nicht so viele Runden brauchen, um zu sagen, ob die Waffe gut ist oder nicht gut ist. Aber ja, let's go. So, let's go. Ihr seht, ich habe die Waffe komplett auf neutral. Wir werden jetzt zuerst noch schnell die Waffe anschauen. Die sieht auf jeden Fall geil aus, würde ich schon sagen, ja. Und wir werden reingehen. Und ja, jetzt sind wir fertig. Let's go. Wir gehen rein. Direkt A mit eingenommen. Wir müssen direkt mit dem Kill anfangen. Oh mein Gott, Digga. Ja, die Waffe ist gut. Die Waffe ist gut, Digga. Video beendet. Ich sage euch ehrlich, ich habe lange gewartet. Ich habe die nie gespielt. Ich hätte schon... Digga, was habe ich für Gegner? Bro, Digga, andere machen Neffen-Lobbys für solche Lobbys. Digga, ich bekomme die einfach for free. Ich lieb's aber. Geil. Ja, Bro, Digga, perfekt. Wir werden jetzt erstmal die erste Runde ohne Aufsätze spielen. Danach werden wir die ein oder anderen Aufsätze natürlich auswählen. Aber ich möchte wirklich das, blöd gesagt, das erste Erlebnis erleben. So, und ja. Ja, Bruder, die Waffe ist gut. Die Waffe ist die gut. Ja, Bruder, was soll ich sagen? Also die Waffe ist wirklich geil, die macht mir sehr viel Spaß. Ich hoffe, ich habe jetzt, was habe ich jetzt gemacht? Ein paar Kills auf jeden Fall. Es ist leider vielleicht nicht ganz so eine chillige Lobby wie am Anfang. Ich glaube, ein paar sind rausgegangen. Der schlechten, oder ich spiele einfach gerade ein bisschen schlecht, aber... Hat auf jeden Fall Spaß mit der Waffe zu spielen. Ich weiß auf jeden Fall immer noch, wieso es meine Lieblingswaffe aus der Beta ist. Ach, Bruder, und dann springt die rein in mich, Digga. Man hätte meinen können, keine Ahnung. Es gibt Free Cock. Ja, Bro, Digga, was hat die für eine Waffe, Digga? Hat die eine AK auch? Aber für mich auf jeden Fall bis jetzt eines der besten Waffen, die ich bis jetzt gespielt habe. No joke. Eine der besten Waffen, die ich bis jetzt gezockt habe. Und ich werde die sicher als Main-Waffe wieder spielen. Ich spiele zwar auch gegen SMG und so. Aber ich bin Dritter bis jetzt, das ist schon mal okay. Ja, ich glaube, ich muss ein bisschen mehr reden. Also wisst ihr, ich muss gar nicht so viele Runden spielen. Ich weiß, dass die Waffe gut ist. Ich habe eine Idee, was wir machen können. Ich weiß nicht, was wir alles freigeschaltet haben. Ja, das haben wir auch noch freigeschaltet. Ich habe keine Ahnung, ja, das auch noch. Wir lösen mal das aus, was mir ausgeht. Okay. So. Wir müssen natürlich einmal eigentlich sterben, um die Klasse auszuwählen, aber es ist ein bisschen schwierig, wenn man gar nicht gut spielt. Dann können wir noch mit ein paar Aufsätzen testen. Mashallah, Digga. Auf Dryer Street. Ich glaube hier, ein Trophy-System ist auch nicht so schlecht. Mashallah, Digga. Ja, Bro, und dann campt da wieder einer, Digga. Ja. Visier, ich weiß nicht, ob das ein gutes Visier ist. Ich sag's euch ehrlich, sagt's mir. Aber das, ich glaube, das erste ist nicht so gut. War ein bisschen speziell, sagen wir es mal so. Mashallah. Ja, das ist eine gute Waffe. Was soll ich sagen?
Mir macht die Waffe sehr Spaß. Ich hoffe, man merkt. Falls ich ein bisschen abgefuckt wirke, das soll auf keinen Fall so sein. Ich bin einfach ein bisschen müde. Und ich habe schon ein bisschen was aufgenommen. Deswegen könnte es vielleicht so rüberkommen. Es tut mir dann leid, aber ich versuche trotzdem mein Bestes zu geben, die Unterhaltung hochzuhalten. Mashallah, Digga. Mitgenommen noch. Ein bisschen meine Zweifel, aber ich weiß es leider nicht. Wir könnten theoretisch gesehen. Mal das erste, wie sie auswählen. Zurück. Ja, das scheint doch auch schon besser zu sein. Ich weiß nicht, ob ich jetzt gewechselt habe. Oder ob es noch das gleiche, ist. Ja, ich glaube, es ist schon ein anderes. Das scheint aber gut zu sein. Was ist das? Also ich verstehe auch nicht ganz die Visierpolitik, dass man überall ein anderes Visier freischaltet von Anfang an. Keiner versteht's, also ich verstehe es jetzt nicht. Oh mein Gott, Digga. Ja, Bro, also ich sag euch ehrlich, 10 von 10 Waffe. 10 von 10 Waffe, ich könnte das wieder gleich abschalten, Digga. 10 von 10 Waffe. Maximale 10 von 10 Waffe. Keine Ahnung, ob mein Torflip habt irgendwas abwehrt. Ich mach's nur wegen der Challenge. Bro, ich bin einfach der Beste in der Lobby, aber wir haben trotzdem verloren. Perfekt. Ja, passiert halt. So, wir starten natürlich wieder in der nächste Runde rein. Ich habe natürlich wieder die schöne, komische Deko da angesetzt. Die Gänse Dingsbums da. Ihr seht es auf der Seite. Oder wo sind die Gegner? Wie ihr seht, ich habe hier auch was Grünes. Ich habe was freigeschaltet. Ich habe mir gedacht, ich nehme das gleich mit. Ja, perfekt. Digga, wo war der? Sehe ich noch? Ah, ich habe schon abgebrochen. Perfekt. Also ja, ich sage euch ehrlich, die Waffe macht mir Spaß. Ich weiß nicht, was ich mehr sagen soll als das. Oh mein Gott, Digga, die Waffe hat mich so gerettet. Und ich werde die auf jeden Fall weiterspielen. Also das ist auf jeden Fall meine Main-Waffe bis jetzt. Bruder, wo campen die dann, Digga? Und es ist leider schon wieder die gleiche Map, es tut mir leid, Digga. Die wurde irgendwie gewählt. Maschallah, nehmen wir mit. Ah, Bro, schießt auf mich, Digga, anstatt auf die Gegner, man kennt. Mach ich auch immer. Eigenbeschuss macht immer am meisten Spaß, Digga. Ach, Digga. Ja, Bro, und dann kommen sie von der Seite. Perfekt. Oh mein Gott, Digga, ein Kopfschuss, Digga. Das ist geil für die Tarnungen. Ist schon wichtig, dass man da auch ein paar Dinger freischaltet, ein paar Tarnungen. Okay, man hat ein neues Visier. Das werde ich aber direkt mal auswählen. Aber warum zum Fick kann man eigentlich nicht die Dings ändern? Die Tarnung? Bisschen speziell. Nein, jetzt habe ich noch die alte Dings drauf. Ist aber okay. Oh mein Gott, Digga. Einen gekillt und direkt wurde ich gekillt. Wie ist das? Ist das das Neue? Also ich sage euch ehrlich, die sehen irgendwie alle gleich aus. Also keine Ahnung, ich sehe da keinen Unterschied irgendwie. Minimaler vielleicht. Das ist vielleicht mehr optisch etwas. Ein optisches Ding. Mashallah, Digga, mitgenommen. Oh, ich hatte ihm fast einen Turn-on gegeben. Digga. Ja, die Waffe ist gut. Also, Digga, ich werde jetzt auch keine 5 Runden mehr spielen, um die Waffe zu zeigen. Die Waffe ist gut. Ich spiele die gerne. 10 von 10 Empfehlung. Macht eigentlich keinen Sinn, dass ich das jetzt schon sage, weil eigentlich möchte ich das am Schluss sagen, aber
Aber dir sage ich ehrlich, die Map, also die ist, nicht, die ist jetzt nicht scheiße, aber ist vielleicht eine der schwächeren Maps, Digi. Das ist so eine richtige MW-Camper-Map irgendwie. Boah, die Map wurde doch geschaffen zum Campen. Das kann man doch niemals erzählen. Oh mein Gott, ich wurde so gerettet, Digga. Ich wurde so gerettet von meinem Mate. Aber für dieses komplett andere gerettet. Ja, Bro, Digga. Sie steht einfach so im Hardscope, einfach im Hardscope die ganze Zeit. Und denkt sich, das ist COD. Ja, natürlich schießen zwei auf mich. Man kennt ihn. Anders würde es auch nicht gehen. Bro, ich bin mit so einer schlechten Leistung einfach Zweiter. Unverständlich. Digga, was, Bruder? Was veranstalte ich hier? Digga, ich spiel wieder größte Idiotenkopf, Digga. Ich kann einfach gar nichts mehr. Bro, ich kann nicht mal mehr aimen, Digga. Ich kann nicht mal mehr aimen. Ich glaube, mein Kopf ist einfach gefickt. Mein Kopf ist einfach durch. Er ist einfach jetzt durch. Da geht nichts mehr. Oh mein Gott, Digga, ich bin sogar Best Kill, Digga, sympathisch. Maschallah, Digga. Ah, das war der letzte, Digga. Geht der noch weiter? Ja, eigentlich bin ich ja noch weitergegangen. Bam. Digga, AK einfach, Digga, AK einfach geile Waffe, Digga. Ich glaube, so ist es. Ja, ich bin leider Vierter geworden. Bruder, ich habe eine ganz schlechte Leistung abgegeben. Eine ganz schlechte Leistung, Digga. Aber Digga, ich sage euch ehrlich, das ist auch wirklich. Ich finde das wirklich das ist ein bisschen eine Scheiß-Map, Digga. So, Freunde, ich habe jetzt zwei Runden gespielt, das reicht für mich. Die Waffe ist gut. Ich würde eine 10 von 10 geben. Das ist eine sehr geile Waffe. Ich wusste schon, wieso die Waffe auch aus der Beta meine Lieblingswaffe war. Und ist immer noch, würde ich sagen, meine Lieblingswaffe. Ich werde auf jeden Fall mit der Waffe weiterspielen. Und ich kann die Waffe euch sehr empfehlen. Wahrscheinlich werdet ihr die schon spielen. Und ja, let's go. So, und damit ist das eigentlich. Ich hoffe, dafür würde ich mich sehr wirklich freuen. Und ciao, euer einfach Janosch. Ciao.